Mein Name ist Eva Kollmer. Ich bin Künstlerin, deren Schwerpunkt vor allem die Zeichnung ist, wie man sieht, aber auch der Steindruck. Also ich habe eine Werkstatt für Steindruckfotografie und arbeite vor allem sehr großformatig mit diesen archaischen Materialien wie Kohle, Reutel, Blei auf großen Papieren. Diese Zeichnungen sind sehr viel kleiner und haben ihren Anfang eigentlich in einem kleinen Unfall. Ich bin Rechtshänderin, hatte mir die Hand gebrochen und hatte den ganzen Arm in Gips. Und ich wollte mal ganz einfach zurückgehen auf einzelne Objekte, in diesem Fall die Knochen, um von diesem Wust an Bildern wegzukommen und mich nur darauf zu konzentrieren und das wirklich so ganz wahrhaftig aufnehmen, wobei ich dann gemerkt habe, dass am Schluss diese Bilder wiederum ihre Assoziationen generieren, die aber dann für jeden auch wieder persönlich sind oder verbunden mit Bildern, die er im Kopf hat oder die er daraus fantasiert und imaginiert.